Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs 2. Wir besuchen mal unsere Leute eben in dem Hackerspace, in unserem neuen Hackerspace. Was ein irre langer Weg ist und was ich nicht mehr machen werde. Hey, ein neuer Follower meldet was Seltsames. Hat schon mal jemand was von ein paar freakigen Rattenmasken gehört, die vor dem MoMA rumhängen? Ein paar selbsternannte Kunstanarchisten nennen sich die Ordinate Academy. Rodentia Academy ist ein Anagramm. Gut erkannt. Was ist Ihre Plattform? Totale Transparenz. Keine Privatsphäre für niemanden. Wozu dann die Masken? Diese Rattenmasken. Wie sehen die aus? Stylish. Low poly. Fuck. Das ist Default. Default? Der Musiker? Default, der Ex-DedSec-Hacker. Default, das Psychopathen-Arschloch, das mich in seinem Spukschauhaus vergasen wollte. Okay, dann sehe ich mir diese Typen definitiv mal an. Und so lerne ich noch einen der neuen Follower kennen. Was machen wir denn jetzt gleich noch für... Ich habe noch so viele Aufgaben gekriegt gerade. Beobachtet. Ich würde sagen, hier Police. Trifft die Sozialarbeiterin in Oakland, trifft dich mit Christina und unterstütze die Polizeiaktivitäten in Oakland. Das machen wir jetzt erstmal. Ach, da ist er. Okay. Ja, bitteschön. Schnell Reise einmal. Wir sind in Oakland. Ach, das mit dem Parken kriege ich nicht so hin. Was ist da los? Mann, was hat der für ein Problem? Oh mein Gott. Hey, sind wir hier sicher? So sicher wie jeder andere auf diesen Straßen. Aber du solltest nicht zu lange in Oakland rumhängen. Nicht mit deiner Akte. Du meinst die Lüge, die in der Akte stand, oder das, was ich eigentlich mache? Wir haben hier den klassischen Fall, dass Cops und Einbrecher zusammenarbeiten. Die 580s taten diesem Viertel mal gut. Jetzt springen sie, wenn die Polizei es sagt, da sonst ihre Familien ausziehen müssen. So können sie nicht leben. Aber anders können sie auch nicht leben. Verstanden. Und ich werde das regeln. Ich muss gehen. Pass gut auf dich auf. War doch an sich gar nicht mal so schlecht jetzt. Greife auf die Sicherheitsarchive des CTOs zu. Ja. Ich habe ja schon was gefunden. Josh, ich bin hier. Wonach soll ich suchen? Nach einem ganz normalen CTOS-Server. Wahrscheinlich klebt er an einer Hauswand wie so ein kleiner Parasit. Reizend. Okay, ich wühle mich gerade durch die Daten. Offenbar stellen die 580s ein Fahrzeug ab, das die Polizei dann abholt. Ist jedes Mal ein anderes Auto. Die Cops ziehen diese Schmuggelsache direkt unter CTOS durch. Sind als Undercover markiert, nicht verfolgbar. Wir müssen uns also auf greifbare Beweismittel verlassen. Wir brauchen das Auto. Ich schicke dir eine Übersicht, wer wann an welchem Ort ist. Schau es dir an. Du solltest das Mosaik jetzt sehen können. Okay.
Analysiere die Hinweise. Das ist dann wohl mein Auto. Okay, ich glaube, ich habe langsam den Überblick. Siehst du was, was sie ablenken könnte, während du dir das Auto krallst? Da fallen mir ein paar Dinge ein, ja. Du kannst Hinweise zu Wegen und gegnerischen Positionen finden, stellbar Heckoptionen. Okay. Also wie dieses Adlerauge. Bereite einen Hinterhalt vor. Ich töte mich gerade selber. Ich weiß nicht, ob ich das richtig mache. Jawohl, das. Ach, das war so nicht geplant. Ich komme hier gar nicht mehr hoch. Halte gedrückt für den Angriff bereit. Pff, ich habe keine Ahnung, ey. Ich würde jetzt sagen, ich von hier aus am schnellsten. Okay, ich bin bereit. Sie kommen, also versteck dich schnell. Viel Glück, Kleiner. Ich hoffe, danke. Ich würde, glaube ich, bei der Verfolgungsjagd jetzt nicht wieder reden. Das ist das Auto. Jetzt muss ich es nur in einem Stück rausbringen. Okay, ich bin raus, aber tut mir einen Gefallen. Ich muss mich hier oben noch um was kümmern. Sucht mir einen sicheren Parkplatz für das Ding. Ich bring diese heiße Karre nach Hause. Park sie bei der Brücke nach Frisco. Ich komm dann so schnell es geht. Danke, Mann. War, hä? Ich hätte einen anderen Weg gehen, fahren sollen.
Ich wäre sicher nicht gut im Autorennen. Oder was meint ihr? Ah, das wird eng. Beinahe die Abzweigung verpasst. Wow. Nur zu gerne. Wrench, du kannst das Auto jetzt abholen. Verstanden, Mo-Kapitän. Meine Dokumentationskamera ist einsatzbereit. Verlasse das Gebiet. Sorry. Oh, sorry. Hallo, Stadträtin. Marcus, was verschafft mir die Ehre? Wir müssen reden. Inoffiziell. Wir treffen uns unten am Ufer, südlich meines Büros. Bin unterwegs. Geil. Merkwürdig. Was ist denn los? Raus! Geh weg da. Ich brauch das Ding. Notruf. Was ist der Grund Ihres Anrufs? Komm schon. Wir brauchen die Bullen hier. Was sind die Miranda? Ganz ruhig. Wir haben sie auf CTOS. Die Polizei ist gleich da. Die Polizei ist viel zu langsam, ey. Bis sie da sind. Das ist ja echt Film-Noir-mäßig. Was ist los? Das OPD. Letztes Mal, als die so korrupt waren, kamen sie unter staatliche Aufsicht. Und jetzt machen wir dasselbe nochmal? Ich dachte, die Sache wäre geregelt. Was hast du gefunden? Cops, die Verdächtige erschießen. Beweise unterschieben, stehlen und lügen und das System bescheißen, wie in alten Zeiten, nur dass jetzt CTOS ihr Alibi ist. Ermessensspielraum. Gut, bring mir Beweise, dann unterstütze ich euch. Das OPD ändert sich wirklich, Marcus, glaub mir. Für mich und meine Freunde geht unsere Kommune über alles. Bullshit. Veränderungen geschehen nicht über Nacht. Das Department hat immer noch Probleme, ja, aber es hat auch seine Reformer. Wen beschützt du, Miranda? Die Kommune oder die Polizei? Marcus, gerade du kannst doch echt nicht so naiv sein. Das Police Department und die Kommune, die es beschützt, kannst du nicht getrennt betrachten. Ihr wollt etwas verändern? Dann stoppt die Leute, die die Technologie als ihre Maske benutzen. Denn du und Datzek seid mit Sicherheit nicht die Einzigen. Und eine Lawine tritt man nicht am Fuß des Berges los. Das wird ungemütlich für deine Freunde beim OPD. Marcus, wenn sie sich unwohl fühlen, statt aufgebracht zu sein, sind das nicht meine Freunde. Da hat sie allerdings recht.
Josh, der Chief des OPD, steckt hinter dieser Leute-Verarsche. Sag mir, dass du was hast, um ihn dran zu kriegen. Es wird einen Drogendeal geben bei einer Raffinerie im Norden. Und an den Docks im Südwesten ist irgendein Austausch eines Fahrzeugs geplant. Biss ihn ans Bein! Das ist unsere Chance, unseren freundlichen Polizeichef aus seinem Versteck zu locken, um es gerade zu biegen. Großartig, ich fange mit der Raffinerie an. Drogenhandel wäre ein ziemlicher Schandfleck auf seiner neues und besseres OPD-Fassade. Sorry, Leute, aber da sind gerade zwei Dobermänner, die miteinander spielen. Oh mein Gott, das ist so mega. Das erinnert mich voll an Danger und an Angel. Also an meinen Hund und eine Freundin von mir, die hat auch eine Dobermann-Hündin, die heißt Angel. Und die beiden, die sind auch immer so süß am Zocken. Oh mein Gott, wie geil ist das bitte? Oh, da könnte ich die ganze Zeit zugucken. Mach mal eine andere Geste. Oh mein Gott, wie süß die sind. Oh. Oh, so süß. No, ich möchte gar nicht weg, ey. Scheiße. Jetzt muss ich schon wieder so weit fahren. Neutralisiere das Ziel. Nee, nicht schon wieder. Der ist auch ein bisschen bekloppt, der hat überhaupt nicht geblinkt, ey, der Arsch. Hey, bin bei der Raffinerie. Sei vorsichtig, das ist Bratva-Gebiet. Aber wird von CTOS überwacht, richtig? Suche ich wieder nach einem Server? Sag mir, wenn du drin bist. Bin dran. Sieht gut aus von hier. Ich check die Daten und schick dir das Mosaik. Nicht der sicherste Parkplatz für wertvolle Ladung. Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Und das geht in die Luft. Ich wette meinen Arsch, dass das da drin nicht wasserdicht ist. Ich kapiere nicht, wie die das alles direkt vor CTOS durchziehen können. Klar, das System hat Fehler, aber mehr als so kann man doch keinen in Flagranti erwischen. Die haben sicher was laufen, damit die Aufzeichnungen vom Server gelöscht werden. Bei dem, was wir alles gefunden haben, machen die das nicht sehr gut. Vielleicht waren wir vor dem Termin dran. Wie bei der Müllabfuhr. Läuft alles nach Zeitplan. Oder vielleicht werden sie schlampig. Wenn man glaubt, über dem Gesetz zu stehen, wird man übermütig. Ist das eine subtile Anspielung unseres Greyheads? Nur eine Beobachtung, Herzchen.
Keiner hackt die menschliche Natur. Zumindest nicht auf Dauer. Ich weiß nicht, ob das alles so richtig ist, was ich tue, aber ich versuche es auf jeden Fall. Da jetzt nicht in die Nähe kommen. So, ich denke, ich habe alles. Ich weiß ja nicht, was jetzt auf mich zukommt, aber... Ich schlag gleich jede Menge Krach. Ich warte ab, was so alles hervorgekrochen kommt. Schnapp sie dir. Was machen die denn da? Hä? Wieso haben die jetzt außer Reichweite geparkt? Was ist das für eine... Gibt's doch nicht, ey. Jawohl. Wow, 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 von wo? Jawohl, scheiße. Dann mal los. Ich schlag gleich jede Menge Krach. Ich warte ab, was so alles hervorgekrochen kommt. Schnapp sie dir. Soll ich die jetzt alle töten? Am besten wäre es still und heimlich, ne? Mhm.
Okay, jetzt tauschen sie. Oh, fuck. Oh, das war knapp. Macht euch bereit. Tötet den Eindringling. Fraktion hat dich in einen Kampf verwickelt, ich weiß. Einer ist noch da. Zwei. Was soll das? Ich hab den, habt ihr das nicht gesehen? Ich hab den fast bestimmt 30 Mal getroffen. Oh, leck mich doch, ey. Dann mal los. Ich schlag gleich jede Menge Krach. Ich warte ab, was so alles hervorgekrochen kommt. Schnapp sie dir. Okay. Ist da gerade ein Bullenwagen aufgetaucht oder? Tatsache. Oh nein, jetzt kommt der. Wir brauchen Deckung! Nein, ich verstehe. Sagt wer, die korrupten Bullen oder was? Der andere ist da oben. Ach, zerstöre die Lieferwagen. Hätte ich gewusst, dass ich die zerstören soll, dann hätte ich das ja schon viel eher gemacht. Oh, ich dachte, wir müssen die klauen. Nein, jetzt muss ich raus hier. Da
habe da vorhin auf jeden Fall ein Auto gesehen. Da steht auch Motorrad. Ich hab gedacht, ich muss die Dinger wieder klauen. Mein Gott, ey. Mann, du hättest den Rauch sehen sollen, der aus den Dingern kam. Markus, hör zu. Ich habe mich in den OPD-Funk gehackt. Die drehen da voll durch. Mission erfüllt? Was zur Hölle war das? Keine Ahnung. Hier ist einfach die Hölle ausgebrochen. Die Lieferung ist im Arsch. Dieses Mal kann ich's vertuschen, aber nächstes Mal sind unsere Karrieren vorbei. Ist das klar? Ich trinke jetzt erstmal einen Kaffee in der Burgerbude. Bei den kann man sich auch erstmal gönnen. Als hättest du den Laden aufgemischt. Das war der Plan, oder? Beweg deinen Hintern mal lieber zu den Docks. Wir wollen das Überraschungselement behalten. Alles klar, Boss. Docks, 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 Docks. Wusch. Ach, da. Ach, jetzt können wir eine Schnellreise nehmen bis dahin. Verzeiht mir. Ich trinke momentan mit Strohhalm. Und jetzt ist mir das gerade mein Trinken alle gewesen und es tut mir voll leid. Sorry. Also freue ich mich schon auf dieses Mal. Vor ein paar Jahren habe ich mal ein Murksgedicht eingereicht, aber es wurde nicht angenommen. Wie schlecht ist das bitte? Mein Murksgedicht war so vermurkst, dass es nicht mal bei einem Wettbewerb dafür beachtet wurde. Oder heißt das, es war eigentlich gut? Ich wollte kein gutes Gedicht schreiben. Das ist ganz cool. Mir haben die Polizeikontrollen wegen Alkohol am Steuer immer gefallen. Täschchen. Und hab sie eiskalt mit meiner Nüchternheit weggeblasen. Ach, die können wir so lassen. Ich habe mich mit einer Polizistin unterhalten und sie gefragt, boah, die sind mega. Die nicht mehr gibt. Sie meinte, das CTOS erledigt das jetzt. Das Gute ist plötzlich. Gut, das sind die Regeln. Du musst als erstes ins Ziel kommen, logisch. Aber wenn dein Bier dann nicht alle ist, bist du disqualifiziert. Na, Brille. Du musst nicht fahren und zugleich trinken. Also musst du zwischendurch anhalten und ich finde, die Hose geht jetzt gar nicht dazu, oder? Zugang zur Go-Kart-Strecke. Also erwischt uns keiner. Wir fahren die ganze Nacht. Das ist geil. Na, die passt doch. Komm. Ich weiß, ich habe einen teilweise schrecklichen Geschmack. Achso. Auto? Oh, Leute, ich muss mich verabschieden. Ich sag schon mal tschüss, bis zum nächsten Mal.